Hallo, ich grüße dich. Ich freue mich, dass du unsere Videos anschaust. Da gibt es ja immer Zahlenvideos, also pro Woche mindestens ein Zahlenvideo und mindestens ein Video, das sich eben mit Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstwerdung oder Lebensgestaltung handelt. Genau. Jetzt über das Thema Zeit haben wir sicher auch schon gesprochen. Ja, ich meine, ich erlebe es selbst manchmal, oder gerade wenn man in einer Gruppe ist, man sagt schnell einmal, ja, habe keine Zeit, ja, ich habe keine Zeit, oh, ich muss noch das und das, oh, ich habe keine Zeit, habe keine Zeit, wo ist nur die Zeit geblieben und so weiter. Ja, jetzt mal unabhängig davon, welche Theorie da stimmt, richtig ist. Also es gibt ja Leute, die sagen, ja, dank der Frequenzanhebung, Energieanhebung, wie du das auch immer sehen möchtest, der Erde hat jeder das Gefühl, eben die Zeit renne, gehe schneller vorbei. Kann ja sein, muss aber nicht. Ja, egal, was jetzt stimmt oder nicht, ob das jetzt wirklich für uns so anfühlt, dass eben die Zeit schneller vorbeigeht oder nicht. Du kannst auf jeden Fall dazu beitragen, dass du mehr von der Zeit hast, also dass du da, ja, dass du das Gefühl hast, du kannst die Zeitphasen besser nutzen. Ja. Wir sind überzeugt, dass es wahr ist, dass du mehr von der Zeit hast, wenn du möglichst alles vom Morgen früh bis abends spät, wenn du wirklich möglichst alles möglichst bewusst tust. Also es dir ständig bewusst bist, was du gerade tust. Ja. Nur schon dieser Umstand und einfach, du weißt, ah, du machst jetzt das und das und das. Ja. Ich weiß, es ist ein bisschen ein Training. Ja. Ich meine, mir geht es genau gleich, manchmal gar nichts besser, manchmal gar nichts noch weniger gut. Ja. Aber es lohnt sich immer wieder mal im Laufe des Tages innezuhalten und zu schauen, ja, was tue ich gerade, beziehungsweise wie tue ich es jetzt gerade, wie ist die Einstellung dazu, wie bewusst tue ich es, ist der Fokus, das ist sicher auch wichtig, ist der Fokus immer genau auf das gelegt, was ich mache. Also da lässt sich übrigens auch in dem Sinne Zeit sparen, wenn man das überhaupt so sagen kann, wenn man eben etwas, also das, was man tut, dass man wirklich bei der Sache ist, also nie wirklich nichts anderes, sondern genau das macht, was oder einfach ja den Kopf voll bei der entsprechenden Sache hat. Natürlich kannst du, das ist sehr gut, natürlich kannst du dir überlegen, ich würde das aufschreiben, ist ein bisschen einfacher, kann man auch über mehrere Tage tun, was von dem, was ich da tagsüber tue, ja, was könnte ich da gegebenenfalls weglassen? Also es gibt viele Menschen tun Dinge, die bräuchte es eigentlich gar nicht. Oder eben sie meinen dann die Zeit, sie hätten keine Zeit, dabei machen sie einfach einiges, was gar nicht, erstens gar nicht befriedigend ist und also gar nichts bringt und gar keinen Nutzen hat. Also muss ja nicht da sein Nutzen haben, aber einfach irgendwie so Zeugs oder wo man die Zeit besser einsetzen würde. Ich meine, ja, eben zum Beispiel Fernsehen schauen und Filme schauen oder aufs Handy gucken oder auf Social Media sein oder so, wie viel Zeit braucht man dafür zum Beispiel. Also, oder dass man sich sagt, so einmal pro Tag mache ich das wirklich sehr gezielt und sehr bewusst, aber und so zum Beispiel mit allen Social Medias. Nur als Beispiel, das können ja auch viele andere Dinge sein. Du kannst es auch mit anderen Dingen machen. Ja.
Ja, meistens. Also es gibt in der Regel gibt es meistens Dinge, das sind also die Zeiträuber sind, gell? Also wo man dann drauf kommt, ja, also eigentlich, wenn ich das nicht machen würde, dann gäbe es viel mehr Zeit. Also was ich auch immer wieder plädiere, ist, am Morgen frühzeitig zu beginnen. Also wenn du weißt, am Vortag oder Tage vorher, ja, du möchtest einen Tag sehr weit kommen, lohnt sich wirklich so um 5 Uhr, sagen wir mal so, aufzustehen. Und ja, das ist dann sowieso bis ungefähr 7, kommt eben von der mayanischen Methode her, bis so um 7, halb 8, 8, das ist sowieso die Einstimmphase, die Programmierphase, die Planphase. Und wenn das schon möglichst bewusst begleitet wird, dann ist eben auch die Chance da, dass der restliche Tag oder der restliche Morgen zunächst einmal eben sehr, ja, relativ konzentriert und vertieft da genau vor sich gehen kann. Also ja, also früh aufstehen, also am Abend nicht. Zum Beispiel am Abend, natürlich muss das nicht jeden Abend sein, aber die Abendzeit nicht für irgendetwas verschwenden, was sich nicht lohnt, irgendwelche Filme oder weiß nicht was da schauen oder so. Gut, nichts gegen einen Film zwischendurch, gell? Natürlich ist auch, denke ich, immer gesund bewegen, also so ein bisschen auf die Gesundheit schauen, da kann man wirklich auch Zeit in dem Sinne gut nutzen. Zum Beispiel auch am Abend nicht zu schwer essen, nicht zu viel essen, weil je weniger du am Abend isst, oder desto schneller bist du erholt, desto weniger Schlaf brauchst du auch. Musst mal ausprobieren. Also falls du jeden Tag viel isst oder noch spät viel isst und so, also da kannst du eben auch einiges rausholen. Aber Achtung, bitte nicht falsch verstehen, es geht jetzt nicht darum, irgendwie da perfekt zu sein, da perfektes Verhalten an den Tag zu legen. Es kann einfach nützlich sein, dass du genügend Zeit zur Verfügung hast und das Gefühl hast, ja, du kannst die Zeit richtig gut nutzen. Und dann sind das so ein paar Tipps dafür. Es gibt da sicher noch mehr Ansätze, gell? Du kannst dich ja auch einteilen, du kannst ja sagen, was für dich eigentlich gute Zeit, wie soll ich sagen, gute Methoden sind, um mit der Zeit umzugehen. Mir ist natürlich klar, ich habe jetzt nicht alles erwähnt, es soll auch nichts, muss auch nicht so sein. Einfach lediglich, das waren jetzt einfach lediglich so ein paar Ansätze, so um dir zu helfen, eben mit der Zeit möglichst optimal umzugehen. Ja. Ich wünsche dir da gutes Gelingen.